So, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Es geht um die CSRD. Ich darf Sie im Rahmen oder im Namen der Bayerischen IHKs ganz herzlich begrüßen. Genau, die CSRD beschäftigt uns seit geraumer Zeit, vor allem in der Politikberatung. Im Dezember erschien sie ja auch im Amtsblatt der EU und wurde somit rechtskräftig, setzt ganz neue Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und betrifft eben auch weitaus mehr Unternehmen als bislang. Aus diesem Grund haben wir uns eben bayernweit entschlossen, eine Webinarreihe ins Leben zu rufen, um die unterschiedlichen Aspekte der CSRD und der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu beleuchten. Heute ist die Auftaktveranstaltung. Mein Name ist Henrike Purtig. Ich bin als Referentin für das Thema Nachhaltigkeit beim BIHK, das ist der Landesverband der bayerischen IHKs. Und gemeinsam mit meinen Kollegen in den unterschiedlichen IHKs in Bayern versuchen wir eben die Unterstützungsangebote für die Unternehmen voranzubringen und auch im Sinne der gerade der kleinen und mittleren Unternehmen auf die Ausgestaltung der Gesetze hinzuwirken. Ich freue mich, dass wir heute zwei ganz kompetente Referentinnen gewinnen konnten. Wir haben zum einen Maike Frese hier, Geschäftsführerin und Gründerin der Fehrmann Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in München und Köln mittlerweile. Genau, Frau Frese begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen, gerade im Bereich Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeitsmanagement und auch zur Nachhaltigkeitskommunikation. Und aktuell sind natürlich viele Anfragen da, wie bereite ich mich auf die CSRD vor? Frau Frese ist unter anderem auch als Trainerin an der IHK-Akademie in München aktiv und gibt dort Tagesseminare zur CSRD und engagiert sich auch als Trainerin im Zertifikatslehrgang Sustainability Transformation Manager. Willkommen, Maike Frese. Hallo. Genau, Maike Frese wird uns eben die Rahmendaten der CSRD vorstellen. Danach freue ich mich auf einen Praxisvortrag von Dr. Laura Sasse von der Sasse AG. Das ist ein Familienunternehmen und wird in der zweiten Generation geführt. Frau Sasse ist dort im Vorstand und unter anderem eben auch für das Thema Berichterstattung, Finanzberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung zuständig. Und wird uns eben erläutern, wie sie sich und ihr Unternehmen eben auf die CSRD vorbereitet, da die Sasse AG eben jetzt auch erstmalig zum Nachhaltigkeitsbericht verpflichtet wird. Frau Sasse ist Mitglied im Ausschuss Unternehmensverantwortung der IHK München und ich freue mich sehr auf die beiden Vorträge. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal ganz kurz unsere Agenda. Wir haben es so geplant, dass wir die beiden Impulsvorträge direkt hintereinander hören und am Ende dann aber eben noch 30 bis 40 Minuten für Ihre Fragen vorbehalten. Gerne können Sie die Fragen während der Vorträge schon in der Fragefunktion hinterlegen. Hier auch gar keine Scheu. Das Webinar wird aufgezeichnet, deswegen sind alle Fragen anonym. Und wir werden eben im Anschluss an die Vorträge oder im Zweifel auch nach dem Webinar versuchen, alle Fragen zu beantworten. Soweit von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung und würde jetzt das Wort an Maike übergeben. Also, schnallen Sie sich an. Ich habe 25 Minuten Zeit für die CSRD. Das wird ein bisschen Druckbetankung. Ich versuche Ihnen tatsächlich einen Rundumschlag zu geben in diesen drei Schritten, dass wir uns erstmal gemeinsam anschauen, in was für einem Kontext steht denn die CSRD. Das finde ich auch gerade in der Begleitung von Unternehmen immer noch mal wichtig, nicht gleich in die Inhalte reinzugehen, sondern zu schauen, was ist denn das, warum und wozu und wie fügt sich das auch in andere Pakete mit hinein. Dann werden wir uns natürlich mit den Inhalten beschäftigen, was ist konkret gefordert und dann als Ausblick noch die Konsequenzen für Unternehmen, wobei ich das ein bisschen kürzer halten möchte, weil wir ja direkt im Anschluss von Laura Sasse tatsächlich auch noch mal die Unternehmensperspektive hören werden. Also, wozu denn das Ganze? Wir haben zunächst erstmal die Situation, dass mit der CSRD das nicht einfach nur eine Weiterentwicklung existierender Berichtspflichten ist, sondern es ist tatsächlich ein neues Normal. Also wir sehen hier den Ansprung von berichtspflichtigen Unternehmen. Allein in Deutschland ist das von 500 auf 15.000 Unternehmen, was dieser Anstieg ausmachen wird. Und
Wir reden aber nicht nur davon, dass viel mehr Unternehmen berichtspflichtig werden, sondern auch die inhaltlichen Anforderungen an die Daten und auch die Belastbarkeit der dahinterliegenden Managementprozessen erhöhen sich drastisch. Das Ganze hat seinen Ursprung im EU Green Deal, wo die EU tatsächlich beschlossen hat, nicht nur der erste klimaneutrale Kontinent zu werden bis 2050, sondern tatsächlich gesamthaft als Wirtschaft und Gesellschaft die nachhaltige Transformation zu schaffen. Und daraus leiten sich tatsächlich verschiedene Regulierungspakete ab für unterschiedliche Branchen und auch das Ambitionslevel in der Politik, was Nachhaltigkeit anbelangt. Und links unten sehen wir rot eingekringelt die Finanzierung der Wende, weil verstanden wurde, für das Ganze brauchen wir Geld. Das heißt, dem Finanzsektor kommt hier eine sehr hohe Bedeutung zu. Ja? Und daraus erklärt sich tatsächlich auch am Ende die CSRD. Wenn wir uns das mal anschauen, die EU-Taxonomie, die Sie hier sehen, die kennen Sie aus Funk und Fernsehen, die ist am Ende des Tages die Definition von Nachhaltigkeit für den Kapitalmarkt. Da wird einfach ganz glasklar mit quantifizierbaren KPI und Thresholds definiert, was als eine nachhaltige Aktivität gelten darf und was nicht. Das nutzt dann der Finanzmarkt, um tatsächlich auch in Töpfchen einsortieren zu können im Zuge der Sustainable Finance Regulierung. Was ist denn eine hellgrüne, eine dunkelgrüne Aktivität und was ist nicht nachhaltig? Ja, damit der Finanzmarkt, damit Banken, Investoren das tun können, brauchen sie natürlich in umfassenden Maße Informationen und zwar idealerweise standardisiert und vergleichbar. Und da kommt die CSRD ins Spiel, die tatsächlich als Berichterstattungsverordnung die Realwirtschaft dazu anhält, diese Informationen vorzuhalten. Ja, das heißt, eine der Hauptzielgruppen der CSRD ist tatsächlich der Kapitalmarkt. Wir schauen uns kurz mal an. Wir kommen hierher. Wir hatten bislang die Non-Financial Disclosure Regulation in der EU, auf Deutsch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, CSR-RUC. Davon waren nur 500 Unternehmen betroffen und es gab sehr wenig konkrete Vorgaben. Es war sehr, sehr schwammig. Und das, was jetzt kommt, die CSRD, die ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung des CSR-RUC, sondern es setzt wirklich komplett neu an. Wie schon gesagt, nicht nur, dass viel mehr Unternehmen auf einmal berichtspflichtig werden, sondern es wird durch einen eigenen Berichtsstandard konkretisiert, die sogenannten European Sustainability Reporting Standards, die ESRS. Die schauen wir uns im Folgenden auch genauer an. Weiterhin ist verpflichtend ein sehr umfassender Managementprozess, die Wesentlichkeitsanalyse gemäß doppelter Wesentlichkeit. Auch da kommen wir drauf zu sprechen. Es werden die Taxonomieangaben mitberichtet in der CSRD. Ja, das ist nochmal eine zusätzliche Anforderung, weil die müssen auch erstmal erfasst werden intern. Dann ist auch nicht zu verachten der Umfang der Berichterstattung. Es erstreckt sich auf alle voll konsolidierten Töchter gemäß Konzernabschluss. Das ist natürlich eine Entlastung für Töchter, die kein eigenes Reporting brauchen. Aber viele Unternehmen, auch schon mit existierender Berichterstattung, müssen sozusagen ihre Berichtsgrenzen ausweiten. Und das ist sehr herausfordernd. Es gibt eine Prüfungspflicht, weil die Angaben zwingend im Lagebericht berichtet werden müssen. Erstmal nur mit einer Limited Assurance und nicht mit einer Reasonable Assurance, aber auch das ist nicht zu unterschätzen. Und dann der letzte Punkt ist auch geplant, das ist aktuell in Erarbeitung, das Ganze mit einer digitalen Taxonomie zu versehen. Dazu soll europaweit ein zentraler Access Point eingerichtet werden, ein EU-Transparenzregister für Nachhaltigkeitsinformationen in der EU, der ESAP, der European Single Access Point. Und das kann man sich so vorstellen, dass sozusagen diese Lageberichte digital getaggt werden und diese digitalen Nachhaltigkeitsinformationen werden dann in diesem zentralen Register landen. Ja, sodass perspektivisch auch die Lageberichte nicht mehr das Relevanteste sein werden, sondern tatsächlich die Information in diesem zentralen Register, wo sich alle Stakeholder die Information rausziehen können. Die Timeline. Die CSRD wird gestaffelt eingeführt.
Wir fangen mal oben an. Die erste Zeile, da haben wir die bereits berichtspflichtigen Unternehmen, die berichten jetzt, das sehen wir in schwarz, auch noch gemäß CSR-RUG und die werden mit 2024 berichtspflichtig. Türkis heißt hier bei dieser Darstellung, das ist das Jahr, in dem die Berichtspflicht beginnt. Das heißt, ab diesem Jahr müssen Sie alles, was Sie später berichten müssen, erfassen. Die Berichterstattung beginnt dann im Folgejahr. Will sagen, für bereits berichtspflichtige Unternehmen, die werden ab Januar nächsten Jahres anfangen müssen, alle CSRD-Daten zu tracken und werden im Lagebericht 2025 erstmalig für 2024 berichten werden. Und so geht es dann weiter. Die nächsten Unternehmen sind da die großen Unternehmen, größer 250 Mitarbeitende. Ab 2025 gilt es, die Daten zu erfassen. Ab dann greift die CSRD im Lagebericht 2026 rückwirkend für das Berichtsjahr, Geschäftsjahr 2025. Später werden auch kapitalmarktorientierte KMU unter diese Berichtspflicht fallen. Das ist gestrichelt deshalb, weil es da aktuell noch eine Ausnahmeregelung gibt. Also die kann man in Anspruch nehmen für die ersten beiden Jahre. Das heißt, optional beginnt das Ganze dann auch erst 2028. Und als letztes folgen dann noch Nicht-EU-Muttergesellschaften, die aber in der EU bedeutenden Umsatz machen. Da ist zum Beispiel ein Beispiel Weleda, die haben ihren Hauptsitz in der Schweiz, außerhalb der EU, aber eine große Betriebsstätte in Süddeutschland. Das heißt, die würden dann ab 2028 auch drunter fallen. Hier noch einmal ein kleiner Überblick, weil man ein bisschen durcheinander geraten kann bei den ganzen Kürzeln mittlerweile, ne? Nochmal in die einzelnen Töpfchen einteilen. Also wir haben die EU-Richtlinie, das ist die CSRD. Die sagt, dass mit der CSRD auch die Taxonomieangaben mitberichtet werden sollen. Also taxonomiekonforme Anteile von Umsatz, CAPEX und OPEX. Auf die Taxonomie gehen wir im Folgenden nicht weiter ein, das wäre ein eigenes Webinar. Die CSRD ist in Kraft gesetzt und wird aktuell in nationales Recht übersetzt. Die CSRD sagt auch, dass eigene Berichtsstandards erarbeitet werden müssen, die die Umsetzung der CSRD konkretisieren. Das macht die EFRAG. Deshalb ist so viel von der EFRAG zu hören. Ja? Und die EFRAG-Drafts. Die entwickeln die Berichtsstandards rechts, die ESRS, die schauen wir uns im Folgenden an. Auch die werden jetzt gestaffelt eingeführt. Das heißt, der erste Draft wird jetzt, das RZ1 wird jetzt im Juli fertig und dann folgen noch branchenspezifische Standards und auch für die kapitalmarktorientierten KMU wird es auch nochmal reduzierte Standards geben und auch ein freiwilliger Standards für KMU ist geplant. Jetzt springen wir mal in die Inhalte. Zum grundsätzlichen Verständnis zum Aufbau der ESRS hilft es, sich immer an diesen Dreiklang zu erinnern oder den im Hinterkopf zu behalten. Es gibt die sogenannten Sektoragnostik-Ebene. Das ist branchenübergreifend im Prinzip Nachhaltigkeit für alle. Alles, was wir uns im Folgenden anschauen an den Standards, ESRS-Standards, ist diese Einflugschneise, also branchenübergreifend. Aktuell in Erarbeitung sind noch weitere branchenspezifische Standards. Die werden vermutlich zum Jahresende kommen. Ein paar Draft-Versionen liegen schon vor. Das heißt, man schaut dann am Ende, dass man die branchenübergreifenden Angaben erfüllt, schaut, wo greifen die branchenspezifischen für uns. Und wenn man nach diesen beiden Schnitten, branchenübergreifend und branchenspezifisch, noch der Meinung ist, dass irgendetwas nicht gesagt wurde oder die eigene Geschäftstätigkeit nicht hinreichend dargestellt wurde, kann man nach eigenem Ermessen noch sogenannte Entity-Specific, also unternehmensspezifische Informationen ergänzen. Also diese Freiheit hat man. Das sind jetzt die 12 branchenübergreifenden Einzelstandards. Die sind von oben nach unten gelesen in 4 Schnitten. Das heißt, wir haben 2-mal Querschnittsthemen in den ESRS 1 und 2 mit allgemeinen Angaben. Der ESRS 2, der ist hellblau hinterlegt, weil der ist verpflichtend für alle. An dem kommt man nicht drum herum. Und in den ESRS 1 und ESRS 2 ist auch definiert, wie die Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt werden. Die Wesentlichkeitsanalyse definiert dann den Umgang mit allen weiteren themenspezifischen Standards. Also die 5 zu Umwelt, die 4 zu Sozialen und den 1 zu Governance. Das heißt, man führt eine Wesentlichkeitsanalyse durch und bestimmt damit, welche der übrig bleibenden 10 Standards verpflichtend für einen selber sind.
Ja, das heißt, nicht jedes Unternehmen wird zu all diesen Standards berichten müssen. Das ist eine aktuelle Änderung für all diejenigen, die EFRAG-Drafts aus dem Oktober 2022 schon gelesen haben. Da war das noch ein bisschen anders. Aber jetzt ist es so, nur der ESRS 2 ist verpflichtend und alles andere ist dann abhängig von den Ergebnissen der Wesentlichkeitsanalyse. Wir sehen, dass hier sehr umfassende Themen abgedeckt sind. Also bei den Environmental, bei den 5 Umweltstandards geht es tatsächlich vom Klimawandel über Umweltverschmutzung, über Wasser, über zu Biodiversität, Ökosystem bis hin zur Kreislaufwirtschaft. Und auch beim Sozialen wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt, indem man sich seine eigene Belegschaft anschaut, indem man in die Wertschöpfungskette und die Lieferkette schaut, indem man guckt, was haben wir im Umfeld unseres Unternehmens bei betroffenen Gesellschaften, Gemeinschaften und auch in Richtung Kunden, Verbraucher und Endnutzer guckt. Die Wesentlichkeitsanalyse, die ist tatsächlich ein umfassender Prozess. Da wird es nächste Woche, Save the Date, auch im Rahmen dieser Webinarreihe ein eigenes Webinar zu geben. Hier nur ganz kurz auf einen Blick, was grob gefordert ist. Die CSRD gibt als Definition die sogenannte doppelte Wesentlichkeit vor. Das bedeutet, Wesentlichkeit wird auf zwei Achsen betrachtet, der sogenannten Impact Materiality. Das bedeutet, welche Auswirkungen hat denn sozusagen unser Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft, und die sogenannte Financial Materiality, da wird das Ganze umgedreht und man fragt, was haben wir denn für Chancen und oder Risiken aus Nachhaltigkeitsaspekten? Diese Matrix ist jetzt unter der doppelten Wesentlichkeit so zu lesen, dass es nicht nur rechts oben das ist, was wesentlich ist, sondern es reicht, wenn etwas auf einer Achse wesentlich ist. Also wenn etwas nach Impact Materiality wichtig ist, muss es berichtet werden, oder nach Financial Materiality, nicht erst die Summe der beiden. Und die CSRD gibt jetzt tatsächlich auch sehr konkrete Bewertungskriterien vor, wie Impact Materiality und Financial Materiality zu bestimmen sind. Ja, bei Impact Materiality schaut man sich zum Beispiel an, geht es um jetzige oder um künftige Impacts? Wo ist die Ursache des Impacts? Wo ist der Ort in der Wertschöpfungskette? Ist es in der Lieferkette? Ist es meine eigene Geschäftstätigkeit? Ist es bei der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen? Was ist der Zeithorizont und wie schwer ist der Impact? Und auch bei Financial Materiality schaut man, ist es überhaupt eine Chance und ein Risiko oder ein Risiko, in welcher Kategorie befinden wir uns? Ist es schon da oder ist es zu erwarten? Und wie hoch fällt denn tatsächlich das Ausmaß aus? Also Sie sehen, das ist ein umfassender Managementprozess, den man nicht unterschätzen sollte und der tatsächlich die Weichen stellt, was wie berichtet werden soll. Wir haben heute keine Zeit, um in alle 12 Einzelstandards reinzugehen, aber hier mal ein generischer Überblick, wie diese Standards aufgebaut sind. In jedem Standard wird durch diese 4 Kategorien gegangen. Also es wird nach dem Zusammenhang von Nachhaltigkeit, ESG und Strategie und Geschäftsmodell gefragt. Es wird nach der Governance gefragt, das heißt, wie man tatsächlich Managementstrukturen intern organisiert hat, um das Ganze überhaupt umzusetzen. Es wird danach gefragt, wie man die ESG-Auswirkungen, Chancen und Risiken, die man in der Wesentlichkeitsanalyse identifiziert hat, managt. Was für Richt- und Leitlinien, Policies man einführt, um das Ganze standardisiert zu machen. Wie man Chancen und Risiken quantifiziert und was für konkrete Maßnahmen man durchführt. Und dann Ziele und Kennzahlen, das ist vielleicht das, was am naheliegendsten ist, jetzt wenn man sich Nachhaltigkeitsberichterstattung kennt, tatsächlich, was sind unsere Ziele und mit was für Kennzahlen messen wir es. Hier für diejenigen, die sich schon mit den ESRS-Drafts beschäftigt haben, nochmal eine kleine Auflistung der aktuellen Änderungen. Wir haben hier über 100 Leute im Webinar und vermutlich unterschiedliche Wissensstände. Also wir hatten seit Oktober schon Drafts vorliegen und jetzt im Juni, also vor wenigen Wochen, kam jetzt nochmal der erste delegierte Rechtsakt und da haben sich nochmal Änderungen ergeben. Und nur damit niemand verwirrt ist, hier auf dem zusammengefasst, was denn die wesentlichen Punkte sind. In Bezug auf Wesentlichkeit wurde vorhin schon angesprochen, dass nur noch der ESRS 2 verpflichtend sind und alle weiteren Standards gemäß Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse. Und sie haben auch ein paar mehr Prozessfreiheiten. Weiterhin gibt es erweiterte Übergangszeiträume, die nennen sich Phased-in-Disclosures in den ESRS. Das heißt Erleichterungen, dass nicht alle Angaben gleich im ersten Berichtsjahr getätigt werden müssen.
Das ist einmal für alle Unternehmen, dass die Angaben zu finanziellen Auswirkungen für die Umweltthemen entfallen können. Das heißt, die Quantifizierung, die nicht so leicht durchzuführen ist. Das ist eine deutliche Entlastung. Und auch das ist zu begrüßen aus meiner Sicht für Unternehmen, die weniger als 750 Mitarbeitende haben, gibt es auch nochmal deutliche Erleichterungen, was im ersten oder auch für die ersten 2 Jahre Berichtsjahre entfallen darf. Und zum dritten Punkt wurden auch noch einige Abschwächungen eingeführt, dass Muss-Anforderungen zu Kann-Anforderungen umformuliert wurden. So müssen zum Beispiel nicht wesentliche Themen nicht länger begründet werden. Das heißt, sie nennen die wesentlichen Themen und sind nicht mehr in der Bringschuld nachzuweisen, warum andere Dinge nicht wesentlich sind. Hier möchte ich jedoch auch darauf hinweisen, dass Sie nach wie vor für alles, auch für den Wesentlichkeitsprozess, den Wirtschaftsprüfer am Ende haben. Und es kann sein, dass auch wenn Sie es im Lagebericht nicht schreiben, müssen Sie diese Begründung für den Wirtschaftsprüfer trotzdem vorhalten müssen. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz auf die Konsequenzen. Es gibt ein bisschen Verwirrung, die ich beobachte in der Begleitung von Unternehmen. Denn ja, die CSRD ist eine Transparenzrichtlinie vor. Sie schreibt Ihnen nicht direkt eine Leistung in Bezug auf Ihr Nachhaltigkeitsmanagement vor. Ja, das heißt, Sie dürfen in der CSRD auch antworten, zum Beispiel XY haben wir noch nicht. Ja, wir haben noch keine Richtlinie, noch keine Policy im Umgang mit Umweltaspekten. Das ist CSRD-konform. Gleichzeitig brauchen Sie eine substanzielle Nachhaltigkeitsleistung, um einen CSRD-konformen Lagebericht überhaupt erstellen zu können, weil die dahinterliegenden Management- und Datenprozesse einfach tatsächlich eine Nachhaltigkeitsleistung und das Vorhandensein von entsprechenden Managementstrukturen voraussetzen. Ja, also Sie müssen erstmal an einen Punkt kommen, dass Sie die Daten gemäß Finanzabschluss vorhalten können. Den CSRD setzt sozusagen die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Finanzberichterstattung gleich. Sie werden angehalten, umfassend zu quantifizieren, auch wenn Sie Erleichterungen in den ersten paar Berichtsjahren haben, werden Sie sich dahin bewegen müssen, dass Sie das schaffen, das zu quantifizieren. Da wird auch der Wirtschaftsprüfer dann Druck machen. Sie brauchen bei allem, was Sie erfassen für den Lagebericht, eine Prüfsicherheit in Bezug auf die Datenqualität, die Prozesse, die dahinter liegen. Und Sie müssen viel mehr als vorher auch dokumentieren, zum Beispiel Strategieprozesse, ja, dass der Wirtschaftsprüfer die Angemessenheit dieser Prozesse überprüfen kann. Sie brauchen eine sogenannte ESG-Governance, was bedeutet, dass Sie das Thema Nachhaltigkeit viel stärker in die Breite und in andere Abteilungen werden tragen müssen, als das bislang der Fall gewesen ist. Und Sie haben natürlich einen hohen Zeitdruck, denn der Lagebericht soll 4 Monate nach Geschäftsjahresende vorliegen. Wenn wir das mal am Kalenderjahr durchrechnen, dann bedeutet das, wenn der Lagebericht Ende April draußen sein muss und der muss wirtschaftsgeprüft sein, dann muss der im Prinzip Ende Januar, spätestens Mitte Februar, muss der fertig sein. Und viele Unternehmen sind nicht vor Sommer aktuell mit ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung draußen. Ja? Also ich lade dazu ein, rechtzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen. Der zweite Punkt schon angeteasert. Wir sind mit der CSRD tatsächlich jetzt in einer Phase, in der man nicht mehr dem der Nachhaltigkeitsbeauftragten sagen kann, kümmer du dich mal. Ja, es ist auch nicht damit getan, dass man den Nachhaltigkeitsbereich mit Mitarbeitern aufstockt, sondern hier sind wir im Bereich einer Querschnittsaufgabe, dass das Nachhaltigkeitsmanagement, Controlling und die Finanzberichterstattung und auch das Risikomanagement und die Strategieentwicklung miteinander zusammenarbeiten und das alles ineinander greift. Ja, zum Beispiel bei der Wesentlichkeitsanalyse, die Identifikation von Chancen und Risiken, das lässt sich nicht würfeln, ja, sondern da soll auch mit den Methoden die etablierten Methoden des Risikomanagements gearbeitet werden, ja. Oder die Erfassung der Taxonomiekennzahlen ist auch keine genuine Aufgabe fürs Nachhaltigkeitsmanagement, sondern für Finance und Controlling.
Wenn man sich vorbereiten möchte, nachdem man das ganze UFZ erstmal verdaut hat und ein bisschen vielleicht auch geweint hat, weil es ist sehr, sehr viel, ja, ich sage es ganz ehrlich, hat man verschiedene Ansatzpunkte, wo man anpacken kann. Ja, je nachdem, wo man steht, mit dem Reifegrad, was man schon gemacht hat, kann man sich auf die Daten stürzen und schauen, wir bringen erstmal unser Datenmanagement in Ordnung. Wir schauen, dass wir vielleicht auch von Excel weggehen und ein Tool einführen, dass wir genug Datenverantwortliche haben, um alles überhaupt sauber zu erfassen, was wir brauchen und die ganze Wesentlichkeitsanalyse durchführen, um zu wissen, was wir an Daten überhaupt brauchen für unseren eigenen Lagebericht. Man kann bei den Prozessen anfangen. Man kann Richtlinien und Managementsysteme einführen. Wenn man eine ISO 14001 hat oder so, ist man sehr, sehr gut unterwegs zum Beispiel. Ja? Oder auch, wenn man unter das Lieferkettengesetz fällt, hat man schon ganz viel eigentlich an Vorarbeit getan. Man kann anfangen, Nachhaltigkeit und ESG ins Risikomanagement mit einzubauen. Man kann, wenn man berichtet, zum Beispiel nach dem DLK oder nach GRI, kann man sich innerhalb dieser Berichtsstandards in Richtung CSRD entwickeln. Ab Ende Juli, wenn die Standards final vorliegen aus Z1, ist damit zu rechnen, dass wir auch ganz viele Übersetzungsdokumente kriegen vom DNK, von der GRI, die die Transition ermöglichen und die einem an die Hand nehmen. Oder man kann auch schon vorausschauend sagen, vor der CSRD, wir fangen mal mit einem DNK-Reporting an, um überhaupt erstmal Berichterstattungsprozesse zu üben. Auch das ist empfehlenswert. Ja, natürlich auch da den Controlling- und Finanzberichtswesen rechtzeitig ans Board holen und Zeit für diese Lernkurven auch einräumen. Und die Zusammenarbeit, wie gesagt, Nachhaltigkeit gehört spätestens jetzt aus dem Silo geholt und im Haus, aber auch dann in Bezug auf den Wirtschaftsprüfer rechtzeitig mit dem Wirtschaftsprüfer in Austausch gehen, was für den jeweiligen Wirtschaftsprüfer denn sozusagen einen wirtschaftsprüfbaren Prozess ausmacht. Die Standards, die Prüfstandards für die CSRD sind noch nicht entwickelt. Das wird noch ein bisschen dauern. Das soll auch dieses Jahr noch passieren. Spätestens dann kann man auch in wirklich zielführende Gespräche mit dem eigenen Wirtschaftsprüfer gehen. Das wäre es jetzt im Schnelldurchgang von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen jetzt ganz viel Freude beim Vortrag von Laura Sasse und wünsche Ihnen ganz viel Freude bei der Vorbereitung. Ja, herzlichen Dank, Maike, für diese geballte Menge an Informationen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man fragt sich, finde ich, immer so, okay, wie setzt man das tatsächlich um? Und deswegen freue ich mich total, dass wir heute die Laura mit dabei haben, die uns jetzt eben aus der Praxis erzählen wird, wie bereite ich mich auf diese wahnsinnig vielen neuen Vorgaben vor. Laura, herzlichen Dank. Ich übergebe. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, jetzt nochmal einen Einblick zu geben, einen kleinen Erfahrungsbericht, wie wir das Thema Berichterstattung bei der Dr. Sasse-Gruppe angehen. Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Die Dr. Sasse-Gruppe, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, international tätig, seit über 45 Jahren am Markt, ursprünglich in München von meinem Vater gegründet, nun in der zweiten Generation von meiner Schwester und mir geführt. Wir haben 8.800 Mitarbeitende, die international tätig sind, insbesondere in den DACH-Staaten, dem Vereinigten Königreich und in Singapur. Und erbringen unsere Facility-Management-Leistung für die Immobilienwirtschaft, Industrie, Freizeitunternehmen und Handel und den Luftverkehr und das Transportwesen. Dann nochmal zwei Worte zu mir. Ich habe International Business studiert und dann im Bereich Wirtschaftsethik an der Katholischen Universität Eichstätt promoviert, bevor ich dann Vollzeit ins Unternehmen eingetreten bin 2017. Und seit dem 1. Januar 2022 haben wir eben den Generationswechsel bei uns vollzogen, sodass ich jetzt nun im Vorstand insbesondere für den Bereich Finance und Digital zuständig bin, aber aufgrund meiner Position im Bereich Wirtschaftsethik eben auch das Thema Nachhaltigkeit und CSA federführend betreue.
Aber das jetzt nur kurz zum Hintergrund, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Teil der Präsentation kommen. Ich habe hier mal eine kleine Timeline aufgestellt, die einen Überblick der CSA-Berichterstattung bei uns aufzeigt. Also wir haben 2020 begonnen, unseren ersten CSA-Report zu erstellen. Wir haben uns davor natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, aber dann eher im Sinne von PowerPoint-Slides und so weiter und haben damals eben gesagt, dass wir für das Berichtsjahr 2019 das Thema oder die verschiedenen Themen innerhalb eines Reports zusammenfassen wollen. Das haben wir dann das nachfolgende Jahr auch getan. Und wir haben uns damals verschiedene Berichte angesehen, Inspirationen aufgenommen und das Resultat war ein sehr prosalastiger Bericht, ein sehr handgestrickter Bericht, wenn ich das jetzt im Nachhinein auch kritisch betrachte. Also es war trotzdem ein Anfang natürlich. Wir haben es dann eben im Folgejahr weiter ausgebaut. Aber 2022 haben wir gesehen, wie sich das Thema der nachhaltigen Berichterstattung auch weiterentwickelt und haben uns in diesem Zuge dazu entschlossen, dass wir das Thema weiter professionalisieren, um uns auf die bevorstehenden Pflichten vorzubereiten und eben in diesem Bereich hier auch besser aufzustellen. Wir haben uns deswegen für die Zusammenarbeit mit einem Partner entschieden. Wir haben mit verschiedenen, auch IHK-Mitgliedsunternehmen, auch mit anderen Unternehmen in unserer Branche gesprochen und da ein Scouting sozusagen betrieben, bis wir uns dann für jemanden entschieden haben und haben dann gemeinsam die Analyse der wesentlichen Themen, die Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen und eben den Startschuss in diese Professionalisierung des Reporting-Prozesses angegangen. Ziel war ganz klar auch, dass wir einen DNK-Bericht publizieren. Und wir haben 2021 und 2022 dann eben auch entsprechend eine DNK-Erklärung erstellt. 2022, also jetzt 2023, für das Berichtsjahr 2022 auch zeitgleich mit unserem finanziellen Report, was, wie ja auch gerade schon angesprochen wurde, auch nochmal eine große Aufgabe war, weil unsere Reports bis dahin eben auch immer erst in den Sommermonaten vorlagen. Also hier haben wir dann nochmal ein größeres das Zeitmanagement deutlich gestrafft und viele Bemühungen unternommen. Womit, wenn hier immer CSA-Report und dann DNK-Erklärung steht, also wir veröffentlichen die DNK-Erklärung und der CSA-Report, das muss man sich praktisch nochmal als eine Art Marketinginstrument immer vorstellen, wo wir aus der DNK-Erklärung, aus dem offiziellen Teil, die Inhalte nochmal etwas optischer aufbereiten, was eben besonders für unsere Kunden dann auch wichtig ist. Ja, wo stehen wir jetzt gerade? Wir sind jetzt, wir befassen uns jetzt momentan mit den weiteren Schritten, die Vorbereitung für CSRD und ESRS und auch die volle Integration des Lieferketten-Sorgfaltsgesetzes. Denn wir haben ja auch eben die Grafik gesehen, wann welches Unternehmen, je nach welchen KPIs, Mitarbeitende und Umsatz, ein Unternehmen hat, wann wer reportpflichtig wird. Für uns ist das 2026 mit dem Berichtsjahr 2025. So, jetzt kann ich weiterklicken. Doch, jetzt geht's. Nochmal kurz, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Für uns ist ganz ausschlaggebend das Zusammenspiel der ökonomischen Verantwortung, der Verantwortung als Arbeitgeber, der ökologischen Verantwortung und der gesellschaftlichen Verantwortung. Und wir sind auch überzeugt, dass Nachhaltigkeit oder eine Nachhaltigkeitsstrategie nur erfolgreich umgesetzt werden kann. Auch das wurde gerade schon angesprochen von Maike Frese, wenn wirklich auch, also es sich hier nicht um eine einzelne Abteilung handelt, sondern das gesamte Unternehmen zusammenarbeitet, an einem Strang zieht
Und auch aus diesem Grund ist es bei uns eben im Vorstand aufgehangen, dass das Department oder diese Position, wo natürlich dann auch ein holistischer Ansatz sichergestellt ist und alle Beteiligten mit eingebunden werden können. Wir haben uns immer verschiedene Berichtsstandards angeschaut. Das war einer der ersten Schritte, sich hier mit verschiedenen Berichtsstandards auseinanderzusetzen, eben in der Vorbereitung. Und ja, wir orientieren uns an den 17 Sustainable Development Goals, an den 20 Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes und natürlich auch an den GRI-Standards, die auch als Leistungsindikatoren im DNK integriert sind. Und diese Orientierung oder diese Berichtsstandards haben uns eben auch gerade bei den ersten Berichten eine ganz wichtige Struktur und Orientierung gegeben und uns auch geholfen bei der Entwicklung der Ziele und unserer Strategie. Ja, kommen wir zu dem nächsten Schritt, den wir unternommen haben. Das war das Thema eine Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse. Wir hier bei Step 1, bei der Identifizierung und der Sammlung der Themen als Longlist, damit gestartet, dass wir erstmal verschiedene Beteiligte an den Tisch geholt haben, im übertragenen Sinne, und hier wirklich in einen aktiven Dialog gestartet sind. Mit Kunden, mit Mitarbeitern, aber auch mit anderen Stakeholdern. Und durch eine PESTEL-Analyse haben wir den Markt und unser Umfeld im ersten Schritt analysiert und daraus entstand eben diese Longlist. Diese Longlist wurde dann im nächsten Schritt, haben wir die Themen weiter konkretisiert und beschrieben, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Geschäftsrelevanz und der Auswirkungen, die diese Themen haben. Und auch hier haben wir wieder sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir das eben nicht im stillen Kämmerlein machen, sondern dass wir hier wirklich viel Wert auf die Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder legen, insbesondere auch im Rahmen von strukturierten Interviews. Und hieraus ist diese Shortlist dann entstanden. Die Bewertung und die Priorisierung der Shortlist war dann das nächste Thema. Da standen Fragen im Vordergrund, wie welche Themen haben den höchsten Impact im Sinne der Geschäftsrelevanz, wie ist die Auswirkung auf uns oder auf unsere Stakeholder. Zur Validierung der wesentlichen Themen haben wir dann mit externen Experten und auch mit ausgewählten Stakeholdern gesprochen und diese Themen getestet und in Workshops im Vorstand und auch mit dem Aufsichtsrat durchgeführt und eben validiert. Und die Themen wurden dann im Vorstand verabschiedet und so eben freigegeben. Was geschieht jetzt mit diesen Themen oder wie werden diese genutzt? Sie fließen natürlich in unsere Nachhaltigkeitsstrategie ein, aber auch in unser integriertes Management-System, in Management-Reviews oder sonstige Berichterstattung, dass hier wirklich eben ein holistisches und auch ein durchgängiges Bild entsteht. Wie bereits schon gesagt, greift die Berichtspflicht für uns ab dem Geschäftsjahr 25. Der Bericht wird in 26 dann publiziert. Und das ist jetzt hier einmal ein Überblick über die einzelnen Maßnahmen, geclustert sozusagen, die für uns im Vordergrund standen, auf die ich jetzt auf den nächsten Slides mehr im Detail eingehen werde. Ja, wie sehen die konkreten Maßnahmen aus? Einmal die Zusammenarbeit mit einem externen Partner. Da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und da kann ich auch Ihnen allen nur sehr stark zu raten, dass Sie sich eben externe Perspektive ins Haus holen, gerade wenn Sie hier vielleicht noch am Anfang stehen, um das ganze Thema einfach strukturiert zu sortieren, natürlich auch auf ja, das konkrete Know-how und die Unterstützung dieses Partners dann zurückgreifen zu können.
Dann die Berichterstattung nach DNK-Standard, dadurch, dass wir jetzt hier eben schon etwas Übung sammeln konnten und uns eben auch über die letzten Jahre verbessern konnten, hat uns sehr geholfen. Beim Thema Nachhaltigkeit ist es ja nicht so, dass man gleich mit 100% anfängt, sondern es ist ja ein stetiger Prozess der Weiterentwicklung, der Reflexion und auch das Learning by Doing. Deswegen empfehle ich hier auch, auch wenn man jetzt noch nicht berichtspflichtig ist, dass man sich eben wirklich schon mit dem Thema befasst und hier drauf vorbereitet. Und wir haben auch die Berichterstattung gemäß aktuellem CSR-RUG umgesetzt in den letzten beiden Jahren, obwohl wir dazu noch nicht verpflichtet waren. Ja, weitere konkrete Maßnahmen waren, da bin ich ja schon auf der vorletzten Slide drauf eingegangen, der Start einer Wesentlichkeitsanalyse, einmal mit der Inside-Out- und der Outside-In-Perspektive. Auch darüber haben wir ja schon von Maike Frese gelernt. Und hier sind wir so vorgegangen, dass wir zu dieser Wesentlichkeitsanalyse praktisch verschiedene Stakeholdergruppen gebildet haben, die wir im ersten Schritt natürlich identifiziert haben. Kunden sind natürlich eine sehr wichtige Stakeholdergruppe von uns, natürlich auch unsere Mitarbeitende, dann Lieferanten, Finanzpartner können wichtige Stakeholder sein, dass wir hier einfach mit diesen verschiedenen Stakeholder-Clustern, die wir identifiziert haben, dedizierte Interviews und teilweise auch Workshops durchgeführt haben. Einmal als Signal natürlich, dass wir unsere Stakeholder auch ernst nehmen und sie eben auch einbinden wollen in den Prozess und zu Wort kommen lassen wollen. Und ja, zum anderen, weil es natürlich auch durch die Wesentlichkeitsanalyse gefordert ist, sonst ist eine richtige Wesentlichkeitsanalyse natürlich auch nicht möglich. Aber auch hier haben wir sehr gutes Feedback bekommen und die Akzeptanz von den verschiedenen Stakeholdergruppen in diesen Prozess mit eingebunden zu werden, war auch wirklich sehr, sehr positiv. Dann gab es natürlich auch noch ganz wichtige Maßnahmen, die intern bei uns im Unternehmen stattgefunden haben oder teilweise auch noch stattfinden. Und ich habe davor gesagt eingangs, dass das Thema CSR-Nachhaltigkeit bei uns immer Vorstandsthema ist. Aber damit meine ich nicht, dass es nur von oben durchgedrückt wird, sondern wir verstehen es so, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass alle in dem Thema eingebunden sind, aktiv eingebunden sind, die Chance haben, mitzumachen und so weiter. Und um das zu machen, Sie können sich vorstellen, in einem Unternehmen, was 8.800 Mitarbeitende beschäftigt, hat wahrscheinlich nicht jeder genau den gleichen Kenntnisstand zum Thema Nachhaltigkeit und CSA. Und bringt aber viele verschiedene Perspektiven ein aus der operativen Arbeit, aus andere Impulse, die Mitarbeitende vielleicht liefern können. Und deswegen haben wir uns das hier auch als Ziel gesetzt, dass wir wirklich eine sehr, sehr groß angelegte Online-Workshop-Reihe mit allen Standorten durchführen und die Mitarbeitenden einmal informieren und schulen, sensibilisieren, aber eben auch dieses Feedback aus den verschiedenen Bereichen der Organisation mit einbeziehen können. Und darauf folgend oder im gleichen Zusammenhang haben wir auch damit begonnen, die Verantwortlichkeiten mal weiter auszubauen und interne Kompetenzen und Kapazitäten weiter zu stärken. Daten und Integration, diese Maßnahmen waren auch besonders wichtig. Wir die Bilanzierung unseres Corporate Carbon Footprints und die Ausweitung, also besonders bei Scope 3 haben wir noch ein paar Lücken, aber die wir stetig füllen, wo wir verschiedene Maßnahmen ergriffen haben.
Dann auch das Thema Verbesserung und Ausweitung der Datenerfassung, der Datenqualität und Quantität ist ein ganz maßgebliches Ziel und auch ein Thema, mit dem wir uns in dem Sinne eben sehr, sehr viel beschäftigen. Das Thema, dass man einheitliche Daten hat über die verschiedenen Bereiche. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wo wir aufgestellt sind. Also es handelt sich nicht um einen Standort, sondern wir müssen hier eben immer weiter daran arbeiten, wie wir diese Daten, die eben in der Fläche auch verteilt sind. Unsere Dienstleistung findet ja in erster Linie vor Ort beim Kunden statt. Und deswegen müssen wirklich diese ganzen Daten zu uns eben kommen, zentral aufgenommen werden und die Datenerfassung und Auswertung auch verbessert werden. Und auch die Integration in die bestehenden Management-Systeme und den Prozessen mit Ziel, ein integriertes Management-System zu haben, in dem dann auch diese ganzen anderen Komponenten inbegriffen sind. Wenn ich jetzt einen Rückblick mache, was sind die Lessons learned, was haben wir bis jetzt gelernt, dann würde ich wirklich hier als wichtigste Punkte herausheben, dass der Aufwand für eine fundierte und strategische sinnvolle Berichterstattung leicht unterschätzt wird und dass man es wirklich nicht unterschätzen darf, wie viel Zeit dieses Thema in Anspruch nimmt, wie viele Ressourcen eben nicht nur in einem Department, auch mit externer Hilfe, aber trotzdem in verschiedenen Abteilungen des gesamten Unternehmens. Und dass man auch sich genug Zeit lassen sollte, um eben noch diese stetige Verbesserung vornehmen zu können. Der für uns hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, mit dem DNK-Bericht zu starten. Hier konnten wir den Professionalisierungsprozess starten und weiter ausbauen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Sicher gibt es auch andere Methoden. Und das Thema Mitarbeiter befähigen, aber eben auch befähigen auf der anderen Seite und auch Raum zu geben und aktiv einzubinden. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht in den Workshops, wie bereits gesagt. Also da wirklich dieses kollektive Wissen nutzen, Impulse aus Bereichen annehmen, Mitarbeitende frühzeitig auch einbinden, dass sie sich eben hier auch in dem Prozess wertgeschätzt fühlen, aber auch dann aktiv beitragen können. Das ist auch ein sehr wichtiger Lesson learned oder etwas, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass die Vorbereitung wirklich strategisches Denken erfordert, auf der einen Seite also dieser holistische Ansatz und auf der anderen Seite natürlich auch viel operative Detailarbeit. Was waren die größten Herausforderungen, die sich für uns ergeben haben? Das kann man eigentlich hier in vier Clustern zusammenfassen, die Ressourcen- und Kapazitätsanforderung, die doch hohe Komplexität, der Datenzugang und die Qualität, darüber habe ich eben schon gesprochen, und dann noch die strategische Verwertung. Die verschiedenen Punkte können Sie natürlich selbst lesen und die Slides bekommen Sie auch. Deswegen will ich jetzt aufgrund der Slides auch, der Zeit auch nicht auf jedes einzelne Bullet Point hier eingehen. Aber die Sicherstellung der Datenqualität, das wäre etwas, was ich nochmal rausgreifen würde, die Vereinheitlichung der Datenerfassung und in dem Sinne auch die interne Zusammenführung von Berichtspflicht, Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und vielleicht bereits existierend bestehenden Management-Systemen. Welche Empfehlungen würde ich jetzt geben? Auf jeden Fall die frühzeitige Vorbereitung, zum Beispiel mit einem DNK-Bericht zu starten, den Aufwand nicht zu unterschätzen,
auch im Sinne der Zeit, die dafür erforderlich ist, auch nochmal im Sinne davon, dass man eben nicht unbedingt versucht, alles nur selbst in-house zu machen, sondern sich hier wirklich nochmal professionelle und externe Hilfe sucht. Natürlich, auch wenn man jetzt noch nicht berichtspflichtig ist, würde ich empfehlen, sich mit den Prinzipien der Wesentlichkeitsanalyse jetzt schon vertraut zu machen und das jetzt eben auch schon zu üben. Und das Gleiche gilt auch für die Datenerfassung. Die Datenerfassung starten, üben und kontinuierlich dann zu verbessern. Ja, die Stakeholder frühzeitig zu informieren und einzubinden, was kommt, wann kommt es, wie sieht die Strategie bis dahin aus, was sind die Schritte, die bis dahin unternommen werden können, sodass dieses große und komplexe Thema in kleinere Bausteine, die dann auch einfacher zu handhaben sind, runtergebrochen werden kann. Kompetenzen und Kapazitäten frühzeitig aufbauen und die Mitarbeitenden einbinden und eben auch ganz aktiv den Austausch mit anderen Unternehmen suchen, die hier schon Erfahrung haben und eben schon berichtspflichtig sind. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Liebe Laura, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke, die wirklich, glaube ich, sehr umfassend waren und auch ganz viele wichtige Punkte angerissen haben, auf die wir jetzt nochmal zurückkommen werden. Genau, ich möchte die ersten Fragen trudeln ein. Wir haben jetzt noch gut 30 Minuten, um darauf einzugehen. Deswegen gerne auch weitere schicken. Ich würde jetzt mal versuchen, die nochmal zu clustern. Eine Frage kam nochmal zum Anwendungsbereich der CSRD. Und zwar, das heißt ja eben, ne, also großen Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden, wie werden denn diese 250 Mitarbeitenden gezählt? Maike, vielleicht kannst du darauf eingehen. Also sind Teilzeitkräfte, Azubis etc. Einzuberechnen? Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise weiß ich es gerade nicht auswendig. Laura, weißt du es? Ich weiß leider auch nicht. Also ich meine tatsächlich, dass die Vollzeitäquivalente sind und wichtig ist dabei einfach im Endeffekt, werden hier die Größenkriterien der EU-Kommission angewandt für Unternehmen, die sich auch eben bei uns im Handelsgesetzbuch wiederfinden. Also im Zweifel einfach mal beim Wirtschaftsprüfer nachfragen, wenn Sie als großes Unternehmen zählen, laut EU-Definition, dann wird die CSRD eben auch höchstwahrscheinlich für Sie gültig werden. Würde ich es jetzt mal so beantworten, aber ich muss tatsächlich auch einmal reinschauen. Also meine Arbeitshypothese wäre auch auf jeden Fall FTE, also Vollzeitäquivalent und Köpfe. Und bei den GRI-Standards, die ja auch wesentlich die ESRs geprägt haben, ist es auch so, dass da zum Beispiel Azubis nicht zu den Mitarbeitenden zählen, ja, sondern sozusagen zu den sogenannten Non-Employee-Workers. Ja. Also wäre auch da meine Arbeitshypothese, dass sie nicht dazu zählen. So, und es gibt aber auch viele Unternehmen, also Mitarbeiteranzahl ist ja nur ein Unternehmen. Also ich kenne auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die weniger als 200 Mitarbeitende haben, aber die beiden anderen Grenzwerte eben überschreiten, Umsatz und Bilanzsumme. Ja, und es sind ja 2 von 3 Kriterien. Das heißt, wenn Sie mit 250, wenn Sie da nicht dran sind, sondern Sie sind nur bei 220 oder 190, aber bei Umsatz und Bilanzsumme liegen Sie drüber, dann sind Sie auch berichtspflichtig. Genau. Dann mal ganz konkret zur Umsetzung. Ich glaube, Laura, du hast ganz schön deutlich gemacht, was diese CSRD im Unternehmensalltag alles bedeutet und wie viele Ressourcen da auch reingesteckt werden. Könntest du das quantifizieren oder einfach mal sagen, wie viele Mitarbeiter bei euch sich Vollzeit mit dem Thema beschäftigen, wie viele Abteilungen noch eingebunden sind? Ist das möglich? So einen Grenzwert einfach mal zu nennen. Also Vollzeit beschäftigen sich 2 Mitarbeiter damit, aber wie gesagt, wir arbeiten eben sehr, sehr stark mit einem externen Partner zusammen und eingebunden sind eigentlich alle Abteilungen, weil man Indikatoren aus dem Personalwesen, also aus Human Resources benötigt. Es fängt ja schon mit Schulungsstunden pro Mitarbeiter und so weiter an.
Und es ist natürlich eine ganze Bandbreite. Dann natürlich aus der Einkaufsabteilung. Dann die Operative vor Ort muss natürlich eingebunden werden. Also mir fällt eigentlich kein Bereich ein, der nicht eingebunden ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da ein Beispiel hast, irgendjemand, der nicht eingebunden ist im Unternehmen. Also es ist wirklich ein, um eben auch diesen holistischen Ansatz zu gewährleisten, ist es ja gerade auch wichtig, dass alle eingebunden sind. Genau, da vielleicht noch eine Nachfrage. Natürlich auch noch sehr von dem konkreten Geschäftsmodell ab, welche Dienstleistung oder welcher Service wird erbracht. Eine Nachfrage hätte ich noch zum Thema Einbindung anderer Standorte und Abteilungen. Wie genau wurde das gestaltet? Wann und welche Tools haben Sie hier genutzt? Sich das noch? Kann die Frage noch ein bisschen präzisiert werden? Also welche Tools nutzen wir zu der Erfassung von KPIs oder welche Tools nutzen wir, um andere Standorte einzubringen? Wie haben Sie die Datenerhebung konkret in den unterschiedlichen Standorten und Abteilungen gestaltet? Ich glaube, auf einer deiner Folien stand auch schon, Excel ist kein, oder Excel hat seine Schattenseiten oder so ähnlich. Vielleicht bezieht sich darauf. Wir haben da ein Tool, was in dem Bereich im Facility Management mal angewendet wird, von der GEFMA, von unserer Brancheninitiative. Also das ist hier ein sehr spezifisches Branchentool. Aber da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Anbietern am Markt. Aber ich würde schon dazu raten, also man kann das zum Beispiel auch, wenn man Navision schon nutzt, gibt es ja auch ein Navision-Modul noch konkret zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Also da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich kann aber schon sehr dafür plädieren, dass man sich eben hier verschiedene Systeme anschaut und so ein System auch einführt und das jetzt nicht versucht, in irgendwelchen Excel-Listen, die natürlich sehr viele anfällig sind, auch. Ja, vielen Dank. Dass das ein Anfang wäre. Ja, genau. Nochmal zurück zu den Standards. Und Maike, vielleicht eine Frage an dich. Kannst du nochmal sagen, was genau verpflichtend ist? Also die konkrete Frage, habe ich es richtig verstanden, dass nur ESRS 1 und 2 für alle verpflichtend sind und die restlichen Standards abhängig von den Ergebnissen der durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse? Ja, das ist der aktuelle Stand seit wenigen Wochen, seit die EU die EFRA-Drafts von November 2020 nochmal überarbeitet hat und jetzt als delegierter Rechtsakt veröffentlicht hat. Ein bisschen heimlich, es gab noch nicht mal eine Pressemitteilung dazu. Das heißt, wenn man es nicht mitbekommen hat, muss man sich nicht wundern. Und da wurde tatsächlich gesagt, ESRS 2 mit den allgemeinen Angaben ist verpflichtend. Im ESRS 1 sind ja noch keine Offenlegungsangaben drin, sondern da sind ja eher Definitionen und Vorgaben, wie die ESRs umzusetzen sind. Also der ESRS 2 mit den Angaben zu Strategie und Geschäftsmodell, ESG-Governance und so weiter, der ist verpflichtend. Und der Rest abhängig von der Wesentlichkeitsanalyse. Und davor war ja der E1, Klimawandel und S1, eigene Belegschaft auch als verpflichtenden Standards. So, wenn man jetzt ein bisschen gesunden Menschenverstand rangeht, dann wird es kaum ein Unternehmen geben in Deutschland, das Umgang mit eigener Belegschaft als unwesentlich deklarieren wird. Ja, und auch sich aus Klimawandel rauszureden, wird ein bisschen schwierig werden. Also hat sich am Ende des Tages für meine Finden operativ nicht wirklich was geändert. Ja. Aber es betont nochmal die Notwendigkeit, mit der Wesentlichkeitsanalyse doch relativ schnell anzufangen, sodass man dann die Gewissheit hat, welche anderen Standards man berücksichtigen muss und welche Datenpunkte man halt auch einfach erfassen muss. Und da hat die EU jetzt die EFRAG mehr oder weniger dazu verdonnert, bis Sommer doch nochmal Handreichungen zur Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse den Unternehmen an die Hand zu geben. Ja, Sommer ist zumindest laut meinem Kenntnisstand noch nicht näher spezifiziert. Wir haben ja eigentlich auch schon Sommer, aber ich schätze mal so bis September oder so sollte da was kommen. Also gerade für diejenigen, die tatsächlich 2025 berichtspflichtig werden mit erstem Bericht 2026,
Lohnt es sich für mein Dafürhalten, diese Handreichung nochmal abzuwarten, weil sie hoffentlich ein bisschen spezifizieren, wie die Wesentlichkeitsanalyse denn jetzt konkret durchzuführen ist. Und das gibt dann einfach nochmal mehr Prozesssicherheit. Wenn Sie keine Zeit mehr haben, darauf zu warten oder die Wesentlichkeitsanalyse schon angestoßen haben, empfehle ich sehr, Ihren Wirtschaftsprüfer schon fürs Prozessdesign an Bord zu holen und zu fragen, ob der Wirtschaftsprüfer das so, wie Sie es geplant haben, für prüffähig befindet. Genau, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du auch nochmal diesen Materiality Assessment Guide angesprochen hast, der eben von der EFRAG angekündigt wurde. Ich glaube, zwei weitere Hilfen sind auch noch in Planung. Ein Herr fragt, also ihn würde nochmal interessieren, wieso dieses Thema Financial Effects of Material Topics and Subtopics valide erhoben werden können. Also wie können die finanziellen Auswirkungen eben von diesen wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen angegangen und geschätzt werden? Gibt es dazu Leitfäden? Nein, dazu gibt es keine Leitfäden und das ist tatsächlich auch eine der wesentlichen Neuerungen gegenüber der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie wir sie kennen. Ja, das heißt, das ist noch sehr unsicherheitsbehaftet. Wenn man zum Beispiel schon zu den Vorreitern jetzt im Klimamanagement gehört, dann hat man vielleicht so TCFD oder sowas schon mal gehört. Da geht es um auch Szenarien zu bilden, sozusagen, was jetzt Klimawandel und Klimamanagement anbelangt und CO2-Emissionen. Also man muss schon in die Richtung gehen, dass man so ein paar Szenarien entwickelt und sowas dann quantifizieren zu können. Aber in den ESRS steht keine vorgegebene Quantifizierungsmethodik, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass wir sehr viele verschiedene Formen erleben werden, wie damit umgegangen wird. Und wir erinnern uns, das gehört auch zu den sogenannten Phased-in-Disclosures. Das sind genau diese Angaben, wo man, sagen, eine Schonfrist, so einen kleinen Welpenbonus hat für die ersten Berichtsjahre. Ich denke, da werden wir allesamt eine gemeinsame Lernkurve hinlegen, was den Umgang damit anbelangt. Genau, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch so bei diesen Themen, was muss ich berichten, muss ich wirklich verpflichtend berichten, und auch bei diesem Übergangszeitraum ist die EU-Kommission tatsächlich den Unternehmen einen großen Schritt entgegengekommen. Also in der letzten Version der ESRS waren es, glaube ich, nur die Klimaindikatoren, wo man eben die finanziellen Effekte noch nicht quantitativ beschreiben musste, und in den jetzigen Standards oder in den jetzigen Entwürfen bezieht sich das eben auf weitaus mehr Indikatoren. Genau, vielen Dank, Maike. Nochmal vielleicht noch eine Ergänzung zu was dann geprüft wird. Also der Wirtschaftsprüfer kann ja im Prinzip nicht prüfen, ob Sie richtig gerechnet haben, ja, sondern der überprüft die Nachvollziehbarkeit. Und der prüft die Angemessenheit, wie Sie gerechnet haben. Ja, Sie sind dann sozusagen darin frei, im Prinzip Stand heute, wie Sie das berechnen, außer dass sozusagen bei der Quantifizierung von Risiken Sie auf etablierte Methoden des Risikomanagements zurückgreifen sollen. Aber der Wirtschaftsprüfer prüft die Angemessenheit. Ja, der prüft hier auch die dahinterliegenden Prozesse und nicht nur die Zahl. Das heißt, das Szenario, wo der Praktikant mal in Excel was gemacht hat, ist halt kein angemessener Prozess. So, ne? Also wenn man sagen kann, es ist ein Personenkreis im Unternehmen gewesen mit einer hinreichenden Expertise und mit einer Methodik, die man irgendwie einigermaßen plausibel festhalten kann, dann ist das hinreichend. Auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Es wird ja nach Limited Assurance anfangs geprüft, gell? Irgendwann soll es aufgestockt werden, aber ich glaube, da ist sich die EU-Kommission einfach auch bewusst, dass die Datenqualität aktuell einfach in vielen Bereichen noch nicht ausreichend ist. Thema Standards und bisherige Standards. Wir haben ja viel über den DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, gehört. Der Global GRI wurde eben auch erwähnt. Was passiert denn zukünftig mit diesen Standards? Habt ihr da Vermutungen? Verschwinden die in der Bedeutungslosigkeit oder kann ich weiterhin nach diesen Standards berichten? Und die ESRS werden abgedeckt. Also
Die GRI ist ja, die Global schon im Namen, ist ein internationaler Berichtsstandard und aktuell der etablierteste. Das heißt, der wird international natürlich weiterhin an Bedeutung haben. Ja, in Europa ist jetzt meine These, dass er an Bedeutung verliert, weil wer hat die Ressourcen, einen CSRD-konformen Lagebericht zu machen und dann noch einen separaten GRI-Bericht und auch was wäre der Mehrwert? Ja, für den DNK sehe ich tatsächlich, dass er weiterhin an Bedeutung hat, vor allem in Richtung KMU dann auch. Und der DNK als Instrument auch der Bundesregierung verspricht ja auch, dass er immer die Umsetzung von Regulatorik auch ermöglicht. Das heißt, die DNK baut jetzt ja schon, der DNK baut jetzt schon die Datenbank um, im Sinne CSRD-Konformität, sodass es auch möglich sein soll, innerhalb des DNK, innerhalb der DNK-Logik sozusagen einen CSRD-konformen Lagebericht auch zu erstellen. Ja, sodass dieses Instrument, das ja speziell ein deutsches Instrument ist, mit Sicherheit umfassende Unterstützung geben wird bei der CSRD-Umsetzung. Das war auch genau der Grund, wenn ich jetzt kurz ergänzen darf, warum wir uns eben entschlossen haben, in der Übung mit dem DNK-Bericht anzufangen. Weil, also damals, als wir angefangen haben, da wusste natürlich noch keiner, was jetzt heute kommt und wie genau sich das entwickeln wird. Aber das war ja schon das Versprechen dahinter oder auf jeden Fall, ja, was die Experten eben auch gesagt haben. Und sehen wir jetzt ja auch. Genau, vielen Dank. Thema Ausgangspunkt im Umweltmanagementsystem. Wir haben hier noch die Frage, ob die Datenerfassung und Komplexität trotz bestehender Energie- und Umweltmanagement-Zertifizierung immer noch eine Herausforderung ist. Könnt ihr dazu was sagen? Das ist bestimmt ein guter Ausgangspunkt. Also Energiemanagement ist nicht hinreichend, weil halt mehr als Energie verlangt wird. Aber wenn man jetzt ein sauberes ISO 14001 oder ein EMAS hat, dann ist man aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut gerüstet, ja, für die Umweltaspekte. Wir hatten tatsächlich auf dem letzten Bayerischen CSR-Tag im September letzten Jahres eine Präsentation zu genau dem Thema. Und da hatte das Unternehmen auch den Eindruck, dass es mehr oder weniger 70% der Vorgaben schon ganz gut abdeckt. Also genau, würde ich auch immer sagen, man ist auf jeden Fall schon mal vorbereitet, ja. Genau, dazu kommt dann gleich auch noch ein Veranstaltungshinweis im Abschluss. Wie komme ich von der Umwelterklärung zum Nachhaltigkeitsbericht? Genau. Laura, du hattest auch erzählt, dass ihr die CSRD oftmals auch mit Verbindung zum LKSG anschaut. Könntest du darauf nochmal eingehen und erzählen, wie ihr da vorgegangen seid oder wie ihr es gekoppelt habt, gemeinsam angeschaut habt? Wie wir es gekoppelt haben, gemeinsam angeschaut haben. Also eigentlich in dem Sinne, dass wir uns eben zeitgleich mit beiden Themen vertraut gemacht haben und natürlich in dem Gesamtprozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung ja auch einfach diese Perspektive eingehen und das in allen Schritten dann natürlich auch nachprüfen und Schritt für Schritt integriert haben. Ja, genau, fand ich eben ganz spannend, dass du das in der Präsentation auch erwähnt hast, weil ja eben parallel auf EU-Ebene auch gerade das neue EU-Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kurz vor der Verabschiedung steht, oder zumindest diskutieren da jetzt alle drei Institutionen mit, also Parlament, Kommission und Rat mit ihrer eigenen Position versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und in den Gesetzestexten werden ganz oft eben Verlinkungen zu den beiden, also CSR, und die CSDDD, wie das EU-Lieferkettengesetz genannt wird, machen eben ganz oft auch Verlinkungen. Anscheinend wird auch der gleiche Anwendungskreis wie in der CSRD angestrebt. Aber genau dazu mehr in einem nächsten Webinar. Ich schaue mal hier noch in unsere Frage. Und du schaust noch einen Hinweis, die EU hat tatsächlich auch als hehren Vorsatz das Prinzip der Standardharmonisierung. Ja, weil auch allein jetzt in diesem ganzen Sustainable Finance Paket, was ja mehrere Regulatorikprojekte beinhaltet, immer wieder zu sehen, dass die sinnvoll ineinander greifen. Die Taxonomie ist ja so ein Beispiel. Also die Taxonomie ist ja eine eigene Regulierung. Man braucht aber kein eigenes Taxonomie-Reporting, sondern die Taxonomieangaben werden mit der CSRD mit
richtet. Ja, so. Also das versucht die, also manchmal muss man ja auch der EU auch mal so Tribut zollen, dass sie ein paar Dinge dann halt auch richtig macht. Ja, es wird ja genug gemeckert über das Ausmaß der Regulierung, aber es wird schon geschaut, wie man dann die Berichterstattungsaufwände reduzieren kann, indem man sie einfach bündelt. Genau, Frau von der Leyen hat sich den Bürokratieabbau nochmal groß auf die Fahnen geschrieben. Und das sieht beim Lieferkettengesetz halt gerade noch nicht, weil das ein deutsches Gesetz ist. Also da gibt es halt das Checklisten-Reporting an die BAFA. Aber man kann es auch umdrehen. Also ich kriege mit, dass viele Unternehmen, deutsche Unternehmen sich gegeißelt fühlen vom Lieferkettengesetz, dass sie jetzt als allein in Europa das machen müssen. Gleichzeitig, wenn man, Henrike, wie du sagst, einen Blick hat, dass in der EU schon das noch weit strengere Lieferkettengesetz folgen wird, dann kann man das als Deutschland eigentlich in Deutschland auch als gute Vorbereitung sehen. Man hat dann einfach dann Wettbewerbsvorteile, weil man es schon geübt hat. Ja. Genau, das stimmt. Gerade am Anfang kann die Nachhaltigkeitsberichterstattung noch fehleranfällig sein. Wird es hier Sanktionen geben? Ist noch eine Frage. Also es wird Sanktionen geben, ja. Die Höhe ist meines Wissens noch nicht geklärt. Aber für Fehler wird es keine Sanktionen geben. Es gibt immer Fehler. Es gibt auch in der Finanzberichterstattung Fehler. Also dafür hat man die Wirtschaftsprüfung natürlich als erste Instanz, wo sowas dann hochpoppt und man das korrigieren kann. Und ansonsten ist es ja auch so, dass man rückwirkend auch für zurückliegende Berichtsjahre nachwirkend Daten korrigieren, Angaben korrigieren kann. Also da ist auch ein den ESRS 1, wo diese ganzen Prinzipien und Definitionen drin sind, das Prinzip der Vergleichbarkeit und Stetigkeit auch nochmal explizit erklärt, dass man genau für so eine Transparenz sorgen soll, dass man sagt, ups, uns fällt nachträglich was auf, da haben wir uns verrechnet. Und das kommt vor, dass man den Carbon Footprint falsch berechnet, ja, aber man kann das nachwirkend korrigieren. Mhm. Genau, noch eine Frage habe ich. Können Sie einen Ausblick geben, was auf KMU zukommt in den nächsten Jahren? Ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass nicht berichtspflichtige Unternehmen gemeint sind mit KMU, also Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Ja, also die Berichtspflicht, die konkrete, betrifft ja nur Kapitalmarkt. Orientierte KMU, das sind von der Anzahl nicht so wahnsinnig viele. Gleichzeitig empfehle ich persönlich KMU, das Thema auf der Pfanne zu haben, gerade wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, wenn man Zulieferer ist und auch wenn man fremdkapitalabhängig ist, weil tatsächlich, wir erinnern uns daran, dass die CSRD an der Sustainable Finance Regulierung hängt. Das heißt, die Finanzdienstleister haben die Pflicht, ihre Kapitalströme in Richtung nachhaltige Finanzierung zu lenken. Das heißt, die werden bei der Kreditvergabe, bei Investitionen, werden die intern ihre eigenen Checklisten erfüllen müssen, ihre eigenen Häkchen setzen müssen. Ja, das heißt, wenn man Kapital braucht, dann wird man eine gewisse Nachhaltigkeitsleistung nachweisen müssen. Und der Ort dafür ist tatsächlich die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das ist ja auch der Grund, weshalb die EFRAG als weiteres Projekt die Entwicklung von reduzierten Berichtsstandards für freiwillige KMU-Berichte entwickeln möchte. Ja, und das wird dann eine gute Handreichung sein. Und für KMU, da bin ich ganz bei Laura Sasse, würde ich auch den DNK empfehlen. Der ist einfach ein gutes und ein pragmatisches Instrument, wo man sich jetzt auch noch ohne Druck im Gegensatz zu den Berichtspflichtigen dem Thema nähern kann. Ja, vielen Dank, Maike. Genau, und ich glaube, für KMU ist auch immer so dieses Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichten sehr relevant, weil es einfach da wiederum geht, was muss ich denn wirklich alles machen? Also nicht, was muss ich berichten, sondern was muss ich wirklich auch machen? Und da sehen wir eben, dass zahlreiche KMU eben Anfragen von Großkunden bekommen, ihre Nachhaltigkeitsperformance irgendwie offenzulegen, zu bestätigen, Audit-Zertifikate einzuholen etc. Also ich vermute, dass vor allem durch die Schiene eben
großer Druck aufgebaut wird, eben in der gesamten Wertschöpfungskette und die CSRD, da die gesamte Wertschöpfungskette auch immer im Fokus steht bei den verschiedenen Indikatoren, genau, wird das höchstens noch verstärken, von meiner Einschätzung her. Werden die SDGs-Standards langfristig bleiben, habe ich hier noch als Frage. Die SDGs sind ja in dem Sinne kein Standard, sie sind kein Berichterstattungsstandard, sondern es sind 17 globale Ziele, die sich die Staatengemeinschaft gegeben haben. Das heißt, hinter den SDG liegen KPI, aber die eignen sich auch nicht ohne eine Adaption als Framework für unternehmerische Nachhaltigkeit, ja, weil sie da viele verschiedene Elemente miteinander vermischen, ja, auch volkswirtschaftliche, humanitäre Ziele und so weiter und so fort. Das heißt, sein Nachhaltigkeitsmanagement, seine Strategie an den SDG auszurichten, wird nach wie vor sinnvoll bleiben, aber es ist in dem Sinne ja kein Standard, der in irgendeiner Form geprüft wird oder gegen den man berichtet. Vielen Dank auch für diese Erläuterung. So, ich glaube, wir haben auch die meisten Fragen abgedeckt. Wenn ich eine übersehen haben sollte, bitte noch mal ganz schnell melden, beziehungsweise mal reintippern. Es sind noch ein paar Fragen dazu, wann das nächste Webinar etc. stattfindet. Und hierzu würde ich noch mal ganz kurz ein paar Abschlussfolien aufrufen. Genau, und zwar würden wir Sie gerne auf folgende Themen und Termine noch hinweisen. Wie wir bereits gehört haben, sind aktuell die neuen ESRS oder die finalen ESRS-Standards von der Europäischen Kommission nochmal veröffentlicht worden und zur Konsultation gestellt. Die Konsultation läuft bis zum 7. Juli. Ich habe den Link in die Präsentation eingefügt. Alle Folien werden Sie im Anschluss an das Webinar nochmal bekommen. Wir planen eine IHK-Stellungnahme, sind auch schon von diversen Ministerien eben aufgefordert worden, unsere die wichtigsten Punkte nochmal zu nennen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Standards in großen Teilen nicht mehr ändern würden. Trotzdem ist es nochmal die letzte Gelegenheit, hier Einfluss zu nehmen. Daher, falls Sie Zeit haben, falls Sie sich einbringen möchten, kommen Sie gerne im Nachhinein auf mich zu oder nehmen Sie eben direkt an der Konsultation teil. Aktuelle Infos über die weitere Verabschiedung der Standards finden Sie dann auch über die Newsletter und Websites der bayerischen IHKs. Des Weiteren habe ich eben nochmal zu den Standards auch weiterführende Informationen des DRSC angehangen. Das hat zum einen ein ganz gutes Briefing-Dokument erstellt, das die wichtigsten Änderungen nochmal zusammenfasst und dann auch nochmal Vergleichsdokumente zu den Standardentwürfen der EFRA publiziert. Genau, das zur aktuellen Konsultation. Die nächsten Termine unserer Webinarreihe sind jetzt im Juni und Juli noch angesetzt und dann eben nach Verabschiedung der Standards nach der Sommerpause. Nächste Woche Mittwoch haben wir ein Webinar zur doppelten Wesentlichkeit. Welche Nachhaltigkeitsinformationen muss ich nach dem aktuellen Standard CSRS eben offenlegen? Und Anfang Juli, ich glaube eine Woche später, schauen wir uns dann eben auch nochmal an, wie geht der Finanzsektor denn mit dem ganzen Thema um? Welche Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit werden dargestellt? Weitere Termine sind in Planung, genau, und erwarten Sie dann nach der Sommerpause. Die Anmeldung ist unter der Seite www.bihk.de/csrd-webinarreihe. Auch kurz angesprochen habe ich schon den Workshop von der Umwelterklärung zum Nachhaltigkeitsbericht, der auf dem Bayerischen Umweltdialog stattfinden wird. Angesetzt ist er am 5.7. von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, genau, und die Anmeldung ist geöffnet. Und als Save the Date möchte ich Ihnen schon mal das Datum für den diesjährigen CSR-Tag mitgeben. Das ist bereits das 11. Mal, dass wir die Veranstaltung durchführen. Das ist eben der 27.09.2023. Genau. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in die Fragen rein, ob noch was kam. Und ansonsten sind wir, glaube ich, 5 Minuten vor Ende schon. Ach, doch, kam noch welche. Okay, Augenblick.
Ist es nicht so, dass zahlreiche Unternehmen die GHG-Protokollstandards annehmen, für die Scope-3-Ermittlungen nahezu gezwungen sein werden, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die den CO2-Fußabdruck ermittelt haben? Das war nicht gut vorgelesen, gell? Augenblick. Ist es nicht so, dass zahlreiche Unternehmen die GHG-Protokollstandards annehmen, für die Scope-3-Ermittlungen nahezu gezwungen sein werden, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die den CO2-Fußabdruck ermittelt haben? Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Einer von euch beiden auch? Ich beende mal eben wieder die Präsentation. Also im Endeffekt ist die Frage, ob man nicht sozusagen mit Lieferanten zusammenarbeiten muss, die auch ihren CO2-Fußabdruck ermitteln, weil man ja seinen eigenen ermitteln muss. So würde ich das jetzt verstehen. Ja, also würde man sagen, das wird vor allem dann relevant, wenn es um Ziele für Scope 3 geht. Ne? Wenn sozusagen man sozusagen gesamthaft Ziele hat als Unternehmen und geht dann in die Lieferkette runter und hat da sozusagen sehr viel Scope 3 Emissionen, dass man mit seinen Lieferanten gemeinsam tatsächlich dann Minderungsziele vereinbart, weil man kann ja als Unternehmen nicht einfach sagen, okay, und wir bringen Scope 3 runter bis XY, weil das ist die Leistung, die woanders liegt. Ja, also da, wenn wir über eine Leistung reden, dann wird das auf jeden Fall relevant. Und das ist auch der Punkt, wo kommt es dann zum Beispiel auch auf KMU wieder zu, weil das natürlich zunehmen wird, indem und größere Unternehmen sich Ziele setzen für Scope 3. Das ist ja das am schwierigsten zu erfassende. Dann fragt man natürlich durch die Lieferkette durch, was ist euer Beitrag? Was ist bei, genau, wobei ich meine, die Standards eben auch teilweise dann so Schätzungen etc. zulassen, gell? Müsste ich aber auch nochmal in die genaue Definition reingehen. Also tatsächlich steht Ihre Antwort wahrscheinlich in dem ESRS E1. Ja, also für ein Corporate Carbon Footprint mit Scope 1, 2, 3 muss man nicht mit allen seinen Lieferanten gesprochen haben. Also den Footprint für ein Footprint nicht, aber sozusagen für Minderungsziele, wo die Leistung außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt, muss man natürlich in den Dialog treten. Also da ist dieses Kooperative, das ist, um nochmal die Brücke zu den SDG zu schlagen, wir erinnern uns, SDG 17, Cooperation for the Goals. Also das sind so dicke Bretter, die wir hier gemeinsam angehen, dass es tatsächlich den Schulterschluss braucht, über die Unternehmensgrenzen hinweg, innerhalb des eigenen Ökosystems mit den Dienstleistern, innerhalb von den Branchen, dass man sagt, wo können wir uns zusammenschließen, wo können wir Dinge gemeinsam machen, ja? Ja, also das kann ich aus der Praxis auch nur ergänzen, also dass wir das jetzt schon sehen und dass sich das natürlich auch verstärken wird, in unserem Fall, dass unsere Kunden uns natürlich auch ganz konkret danach fragen, nach Scope 3 und wir natürlich auch unsere Lieferanten. Vielen Dank für diese Ausführung. Eine Frage noch zum Thema Zertifizierung. Managementsysteme werden ja durch akkreditierte Stellen zertifiziert. Beispielsweise beim Umweltmanagementsystem. Wird die CSRD-Berichterstattung nur durch den Wirtschaftsprüfer offizialisiert oder geprüft? Oder beispielsweise auch durch Umweltgutachter? Guter Punkt. Also, es ist vorgesehen, dass auch akkreditierte Instanzen wie zum Beispiel Umweltprüfer prüfen dürfen. Da gibt es aber aktuell starke Lobbyaktivitäten seitens der Wirtschaftsprüfer, die ich persönlich auch ernst nehme, weil sie halt argumentieren, es geht nicht nur darum, dass die Nachhaltigkeitsinhalte geprüft werden sollen, sondern die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird der Finanzberichterstattung gleichgestellt. Das heißt, eine Limited Assurance der Nachhaltigkeitsaspekte braucht auch einfach ein Verständnis von sozusagen Finanzberichterstattung. Ja, und da braucht es das nötige Wissen. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass das zum Beispiel ein Umweltgutachter auch tun kann. Die Frage ist, ob die Personen, die Instanzen das nötige Wissen vorhalten können. So. Und das ist gerade noch in Klärung. Aber es ist vorgesehen, dass es nicht nur Wirtschaftsprüfer sind, auch um ein Bottleneck tatsächlich zu vermeiden. Genau, vielen Dank, Maike. Es kommt ja auch noch sozusagen das Umsetzungsgesetz, das deutsche. Also die Richtlinie muss ja jetzt noch in die nationalen Gesetze überführt werden. Und da ist eben auch, ja,
also haben wir das Anliegen, dass das möglichst gleich gemacht wird. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Stelle, wo dann geschaut wird, ich meine, ne, das, ja, wo es theoretisch national nochmal Unterschiede geben könnte. Richtig, genau. Und da ist von auszugehen, dass, weil Deutschland ja den Anspruch hat, führender Sustainable Finance Standort zu sein in Europa, nicht damit zu rechnen, dass es bei der nationalen Übersetzung der CSRD deutliche Erleichterungen geben wird. Ja, hier habe ich jetzt noch eine schöne Abschlussfrage. Wenn der Bericht dann erschienen ist oder erscheint, in welcher Sprache ist er zu erstellen? Deutsch oder reicht dann auch die Geschäftssprache, in dem Fall dann Englisch? Bei dem Fragesteller. Das richtet sich nach der Finanzberichterstattung. Aber es ist in den meisten Fällen dann Deutsch für deutsche Unternehmen. Ja. Okay. Herzlichen Dank. Ich glaube, dann sind wir durch mit den Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren beiden Referentinnen. Vielen Dank für die Einblicke, die ihr uns heute gewährt habt. Ich glaube, ich spreche für euch mit, wenn ich sage, dass wir alle drei im Nachhinein für Rückfragen, Detailfragen gerne zur Verfügung stehen. Auf der letzten Folie sehen Sie eben auch nochmal unsere Kontaktdaten. Genau, das Webinar wird auf dem BIHK YouTube-Kanal veröffentlicht in, ich denke mal, 1-2 Wochen. Und die Präsentation erhalten Sie vorher eben auch als PDF nochmal per E-Mail. Genau, einen ganz herzlichen Dank. Laura, Maike, wollt ihr noch ein letztes Abschlussstatement den Unternehmen mit auf den Weg geben? Euer Tipp für eine erfolgreiche CSRD-Conformance sozusagen? Also erstmal vielen Dank für die guten Fragen. Die sind ja auch ein Zeichen dafür, wie aktiv hier mitgedacht wurde. Vielen Dank dafür. Und fangen Sie an. Fangen Sie rechtzeitig an, um Ihretwillen, damit Sie nicht in den Stress kommen, über Nacht von 0 auf 250% zu müssen. Ja, mit dem kann ich mich nur anschließen, auch den Mut einfach loszulegen und auch noch nicht alle Daten vorliegen hat oder noch nicht alles erfüllen kann. Aber wie sagt man so schön, einen Elefanten isst man auch nur mit Messer und Gabel und deswegen schon mal die ersten Schritte nehmen und dann wird das Ziel auch erreicht. Wunderbar, dann behalten wir den Elefanten im Ohr und genau, machen uns gleich an die Arbeit. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Zuschalten und würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen in der nächsten Woche wieder zu lesen zumindest. Genau, und zunächst einmal wünsche ich einen wunderschönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Ciao.